Neuer Versuch. Wir kennen das schon. Where's your car? Where's yours? Hier, nehmen wir den. Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Kannst du aufsteigen? Nein, schade. Wäre lustig gewesen. So, okay. What's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. So, das kennen wir natürlich schon, deswegen quatsch ich hier mal rein und würde sagen, wir fahren direkt wieder hin zu Tanker Commander. Blow your fucking balls off. This is bulletproof glass. So, ab geht's. Versuchen wir es doch diesmal einfach auf die wahrscheinlich gewollte Art und Weise. Nämlich, indem wir einfach wegfahren. Das könnte vielleicht erfolgversprechender sein. So, fahren wir. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for this rig and its cargo. Have you considered... So, oder wir halten hier nochmal an. Genau, das machen wir. Ich glaube, das ist doch die beste Idee. Hey, Typ! Oh, was machst du? Hallo? Alter! Catalina, hast du sie noch alle? Schieß doch nicht auf den Tanklastwagen! Man sollte meinen, da passiert was, aber... Oh, ich bin gleich tot? Wie ist das denn passiert? Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Sehr gut. So, du bist unbeteiligt, oder? Ich erschieße ihn einfach mal. So. Catalina, kümmere dich drum. Ich steig dabei mal ein und wir fahren weiter. Oh, die Kiste ist schon... deutlich im Arsch, sehe ich gerade. Bist du drin? Ja. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wie fahren wir denn am besten? Ja, wir fahren rechts rum. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann wollen wir mal den nächsten Roadtrip anstreben. Wow, hoffentlich bleibt der Anhänger dran. War das überhaupt die richtige Stelle zum Rechtsfahren? Ich glaube nicht, ne? Naja, machen wir das hier vorne gleich nochmal. Ich liebe es total, mit Anhängern zu fahren. Beziehungsweise generell LKW zu fahren. Es ist super. Freue ich mich immer. Richtig doll. Vor allen Dingen, wenn es darauf ankommt, dass das Ding auf keinen Fall abgeht. Ah, Mist, ich hätte die andere Kreuzung nehmen sollen, die andere Straße. Da hätte ich mir zumindest ein paar Kehren sparen können hier, ein paar Spitzkehren. Ah ja, funktioniert irgendwie. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal kurz. Gut, okay. Da oben wollte ich eigentlich lang. Okay, da habe ich schon den Fehler gemacht, die zweite Ausfahrt erst rechts zu nehmen. Nun ja, das passiert. Ich glaube, ich fahre jetzt lieber mal rechts rum und dann links. Einfach weil die Straße gerade ist. Ich meine, so weit ist es nicht. Wir sehen ja schon da vorne die Brücke. Hui. Aber einfach, damit wir nicht so viele Spitzkernen drin haben, in denen sich der Anhänger abkoppeln könnte. Das muss nicht unbedingt sein. Und danach sollten wir unbedingt mal was essen gehen. Nicht wahr, Catalina? Einfach nur, damit wir ein romantisches Date miteinander haben. Nein, natürlich, weil mein Leben etwas suboptimal aussieht. Aber nur etwas. Damit kann man schon noch einiges bewerkstelligen. Noch einige Überfälle inszenieren. So. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und mal schauen, was es da an Kohle gibt. Also, theoretischerweise sollten wir ja jetzt auch tatsächlich mal eine Belohnung kriegen. Das wäre ja mal was Neues. Wir sind das ja eigentlich überhaupt nicht gewohnt, Geld für unsere Missionen zu kriegen bislang. Okay. Die Einfahrt nicht verpassen. Ja, nimm mal deinen blöden Zaun weg da. Hello, Mr. Whittaker.
Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Diese Frau. Naja. $5000 für uns. Ja, hier geht es etwas schneller mit dem Geld verdienen und ich habe gerade keine Lust, hier irgendwelche Tanklastaufträge zu machen. Wir haben ja Geld, von daher, lass uns mal woanders hingehen. Auf jeden Fall, jetzt gibt es tatsächlich mal ein bisschen Kohle und das ist auch ganz gut so. Das können wir sicherlich bald mal gebrauchen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht. Vielleicht gehen wir erstmal wieder hier hin und essen was. Oder wir können auch nach Los Santos gehen. In den OG Loke Gedenk Burger Shot. Ja, unbedingt. Bis wir wieder einen Anruf erhalten, der uns sagt, wo wir hingehen können. Das klingt doch nach einer guten Maßnahme. Ich glaube, wir müssen ja auch wirklich bloß einfach die Straße hier langfahren. Die müsste uns ja relativ nah an unser Ziel bringen, glaube ich. So, auf nach Los Santos. Und schon sind wir wieder in Town. Verrückt! Und davon haben wir Taxi, 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 Taxi. Entschuldigung. Nein, wir gehen da jetzt noch nicht ran. Wir gehen wirklich erstmal zu Burgershot und essen was. So, und jetzt kann ich euch mal das kleine Extra zeigen, dass ich für das Erledigen der Taxi-Mission bis Level 50 erhalten habe. Nitro! Yeah! Wir haben jetzt tatsächlich in jedem Taxi, das hier rumfährt, ein bisschen Nitro noch mit drin. Und das macht das Fahren auf geraden Strecken doch ein bisschen schneller, ein bisschen komfortabler, wenn wir mal eine größere Strecke zurücklegen müssen. Allerdings auch, wenn da eine Kurve kommt, ist es doch schon ein bisschen unkontrollierbarer. Na gut, gehen wir mal ran. Wir sind ja mal nicht so. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Und da haben wir unseren neuen Auftrag. The Truth. Der wird, ja, speziell. Also wir werden hier sehr viele spezielle Menschen kennenlernen. Hier, I'm proud to welcome you to Burger Shot. Hier draußen auf dem Land. Also hier draußen ist es ja nicht da draußen, denn wir sind ja gerade nicht dort. So, ich würde sagen, wir nehmen natürlich die große Portion. Den Fleischberg Burger. Davon zwei Stück. Und damit ist unser Leben auch wieder voll. Und unser Cholesteringehalt ist wieder, oder unser Cholesterin-Level ist wieder ein bisschen angestiegen. Naja, mit dem Fett müssen wir uns ja nicht so große Sorgen machen, von daher passt schon. So, jetzt rein in die Hütte. Ich entferne mal die Markierung wieder. Ja, und dann haben wir ja mangels Optionen, würde ich sagen, nur ein Ziel, das wir ansteuern können. Und das ist The Truth. So, mein Freund, lass mich mal hier rein in die Kiste. Und ab geht's. Wir müssen bloß mal, ich glaube, auf die große Straße hier drüben, ne? Ich glaube, die ist das, die dann aus der Stadt rausgeht. Schauen wir doch mal. Hups. Wer baut denn da einen, was ist das eigentlich? Irgendeinen Mast hin. Wer baut denn da einen Mast hin? So, erstmal raus auf die Straße. Und ich würde sagen, wenn wir dann irgendwo auf dem Highway sind oder so, können wir wieder das Nitro zünden. Um dann den Turbo einzulegen in Richtung The Truth. Denn der müsste sehr weit im Westen sein, nicht wahr? Ja, natürlich. Genau in dem Nest, in dem wir schon die andere Mission für Tenpenny und Poleski erledigen mussten. Fahren wir doch mal hier drauf. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber sollte ungefähr passen. Müsste uns theoretisch auf den Highway führen, würde ich denken. Oder?
Nein, da drüben ist der Highway. Verdammt. Aber vielleicht kreuzen die sich ja mal irgendwie. Ich fahre einfach mal rüber. Querfeldein ist immer gut. So, jetzt müssen wir nur noch auf die richtige Spur kommen. So, wunderbar. Läuft alles. War alles geplant. Gut, bisschen Gas aufnehmen und dann Nitro! Ach, ist das schön. Normalerweise muss man erst einen Haufen Geld dafür ausgeben, um sowas bei Los Santos Customs in seine Karren einbauen zu können. Wir können es gleich so machen. Ist das nicht gut? Ich muss aber zugeben, ich wusste auch nicht, dass ich das kriege, wenn ich 50 Leute am Stück durch die Gegend schleppe. Also, ich wollte eigentlich bloß ein bisschen Geld so nebenbei verdienen und dann war mir halt langweilig und da habe ich dann einfach mit weitergemacht. Beziehungsweise, ich habe festgestellt, es ist eine gute Variante, um zwischen den Prüfungen seinen Kopf zu lernen, wenn man einfach nur sinnlos durch die Gegend fährt und Taxifahrer spielt. Jetzt weiß ich auch, warum Politikwissenschaftsstudenten das so gern machen. Nein, ich glaube, die machen es hauptsächlich, weil sie keine Stelle finden nach dem Studium. Haha, habe ich das gesagt? Nein, natürlich nicht. Okay, sind wir schon da? Ja, sind wir. Weg da. Und nun lernen wir nach Catalina den nächsten etwas besonderen Menschen kennen in dieser Gegend. Denn the truth ist, naja, nicht ganz normal, sage ich mal. Buddy Harvest. Oh, sieh mal an. Hallo? Hallo, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms, lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Karl ist wieder so schön nett. Okay, mach dich los zu der Farm, wo der Mähdrescher steht. Faschos machen wir natürlich gerne fertig und klauen ihnen Mähdrescher. Unbedingt! Ich fand interessant, dass sie hier tatsächlich noch von FBI reden. Eigentlich dachte ich, dass sie überall in GTA immer nur FIB benutzen. Als Entsprechung für FBI. Und dann halt auch kurz immer nur von den Philips reden. Aber offenbar fällt dann ab und zu doch mal die richtige Organisation auch dabei. Gut, schauen wir es uns an. Ich glaube, wir müssen auf dem Berg da... nicht gegen das Schild fahren.
Ich glaube, wir müssen auf den Berg hier von drauf. Von daher sollte rechts rum, links rum und dann rechts rum, so eine Links-Rechts-Kombination genau das Richtige sein. Weg da! Oh, wir haben wieder neues Nitro. Sieh mal an. Wer hat denn das nachgefüllt? Finde ich edel. Ist schön, wie sie alle immer die Bullen rammen und danach erschossen werden, einfach direkt. Ist auch gar nicht übertrieben irgendwie. Aber hey, so sind die Cops in Amerika. Ja, das musste jetzt mal sein. Ich wollte nicht unbedingt den Hügel runterfahren. Das da drüben ist übrigens schon San Fierro. Der San Fierro Airport ist das schon. Den werden wir dann recht bald auch kennenlernen, beziehungsweise bis wir den Airport kennenlernen, dauert es noch ein bisschen, aber San Fierro wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Vorher haben wir aber noch ein bisschen was zu erledigen, denn wir wissen ja, Katharina hat noch ein paar Ziele, die wir mit ihr zusammen abarbeiten sollen. Und natürlich müssen wir die Mission für The Truth erledigen. Denn das, was wir jetzt machen, ist ja quasi nur der Vertrauensbeweis.